Humor ist wie ein Fußballspiel. Da ist nicht jeder Schuss ein Tor, da sind auch Pässe dabei. Und da ist es dem Gegenüber überlassen, ob er diesen Pass annimmt oder ob er im Abseits landet. Es ist wieder Zeit für so ein Video. Nee, mach nochmal neu. Hallo meine nervigen, schwitzigen Fans. Es ist was passiert, was mich dazu verleitet, auf diesem Kanal mal wieder ein Video zu machen. Also wir sind über die Gamescom gelaufen, um berühmte Menschen zu treffen und haben dabei die berühmte YouTuberin und Junaurin Luna getroffen. Annie the Duck. Ne, die hatte, naja, war es ja halt eben nicht. Doch, das war die. Naja, hä? Nochmal, wir sind ja dann noch hingegangen und haben gesagt, hey, wir haben das doch geklärt mit der. Warum sagst du denn jetzt Annie? Nee, ich sag, das war Annie. Nee, wir haben doch schon geklärt, dass das Luna ist. Maluna. Von Twitch. Nö. Wie nö? Ich bleib dabei, dass das Annie gewesen. Ja, aber wir haben das doch geklärt mit der. Ich glaub dir nicht. Warum glaubst du dem? Du stellst sie jetzt unter Generalverdacht. Wenn es Annie wäre, dann hätte sie gelogen. Vielleicht war die auch überfordert und hat deswegen versehentlich den falschen Namen gesagt. Das weiß man ja nicht. Aber ich sag, es war die Annie. Ja, auf jeden Fall eine YouTuberin, eine Junaurin getroffen und haben sie in einem Maße unter Druck gesetzt, dass sie sich nicht anders zu helfen wusste, als ihren korrekten Namen nicht zu sagen. Dadurch hat sie auf YouTube eine Welle des Hasses überströmt. Wir haben es nicht geschafft, das einzuordnen. Vielmehr haben wir uns auf uns konzentriert und unseren Streit weiterzuführen. Daraufhin hat dann, kurz nachdem das Video erschienen hat, Rezo Stellung bezogen. Und ja, ich finde, er hat halt recht, wenn er sagt, dass wir die Person unter starken Druck gesetzt haben. Also, jetzt ist eine Situation passiert. Ne? Der Rezo hat uns eingeordnet. Wir sind wahrscheinlich besagte Opfer, die uns gestritten haben. Wie heißt die denn nur? Ich meine diese eine aus dem Mac-Video. Warte, ich guck mal eben. So, ah hier, die meine ich. Wer ist denn das hier? Lara Loft. Weiß ich ja nicht. Also es war ja so, du meintest, da ist Annie the Duck. Aber ich dachte, Lara Loft wäre Annie the Duck. Und deshalb habe ich gesagt, die sieht ja gar nicht so aus. Okay. Witzigerweise war die das ja offenbar. Wir also haben Annie the Duck angesprochen. Lara Loft war nicht. Na nee, wir haben Luna angesprochen. Luna? Ja. Wer ist denn jetzt Luna? Na, das war doch Luna. Ach so. Hat er nicht einen anderen Namen gesagt? Nein. Luna? Ja. Annie hat sich uns als Luna vorgestellt. Das war nicht Annie. So, aber was ist passiert? Rezo hat auf uns reagiert. Ja, auf uns im Wesentlichen. Und nicht auf einen Clip, den irgendwie alle Beteiligten so 2 Minuten, nachdem er entstanden ist, safe schon vergessen haben. Nein. Denn irgendein Dude, wie lange muss er recherchiert haben? Wie lange hat er gebuddelt, um diesen scheiß Clip zu finden? Und ich verstehe auch überhaupt nicht die Struktur. So, wer reagiert da echt gerade auf was? Das ist ja so ein Stack von Sachen, die aufeinander reagieren. Ich komme da völlig durcheinander, wer gerade was ist. So. Also klar, Rezo reagiert auf alles. Und wir sind am Anfang, aber dazwischen komme ich überhaupt nicht mehr mit. Meinst du, wenn wir das Video einmal komplett geguckt hätten, dann wüssten wir das jetzt? Safe. Okay. Und was ich mich frage, hat der Dude das eigentlich durch KuchenTV Wir waren ja zuerst bei KuchenTV zu sehen, oder? Nee, KuchenTV hat auf diesen Dude reagiert. Ach, okay, hier diesen okay. Mit dem braunen Haaren. Und so. Und der hat sich verstanden. Die nächste Captain Hype auf eine Sache irgendwie nutzt, um sich aufzubauen. Okay. Und da hat er umgearbeitet. Und dann dieser, nee, warte, da kam Pfeffer. Dieser Typ mit diesen mittellangen Schusshahn. Und dann kam Rezo und hat das nochmal eingeordnet. Okay. Also da sieht man mal wieder, dass aus was ganz Kleinem, was ganz... Man muss immer auf seine Taten achten, ja? Deswegen muss man einfach so ein paar nochmal wegschicken, die dann am Ende noch weiter streiten. Ja, ich hatte recht, das ist nicht Annie the Duck. Mhm. Ja, also... Das ging ja dann auch noch weiter. Wir haben uns dann auch getrennt auf diesen Streit, weil wir uns einfach nicht einigen konnten, ob das jetzt Lara Loft, Luna, Lea oder Annie the Duck ist. Das ist eigentlich Lea. Also wollen wir jetzt nicht sagen? Hi, was denn dann? Hi.
So, und da habe ich sie halt unter Druck gesetzt. Da möchte ich mich auch nochmal tausendmal für entschuldigen. Ja. Maluna. Ist Maluna oder ist Mal. Also heißt die Luna oder heißt. Yes, Maluna. Also die kennt, die gibt's. Ich kenne den Namen Maluna. Okay. Lass das bitte nicht zum nächsten Streit werden jetzt. Das ist Luna, nicht Maluna. Das hingehen und fragen. Ja. So, dankeschön. Ciao. Vor allem, ich habe mich noch richtig freundlich bei ihr bedankt. Ja, und guck mal, wie gekränkt sie hier reinblickt. Warte, ich mach mal ein Screenshot. Ich werde das auf jeden Fall nicht einblenden. Sehr gut. So. Nee, das ist nicht der Grund, warum sie sich so verhält. Und da merke ich schon, wird Rhee so ein bisschen böse. So, auf uns. Mir war das Problem. In der Interaktion war es nicht so, dass sie gesagt hat, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich berühmt bin. Und dann die Aufforderung kam, was sie dann ist. Und da suche ich ein Stück weit einen Fehler bei mir gegenüber dieser Streamerin, dass ich sie gepressured habe, zu sagen, ich bin eine berühmte YouTuberin. Und ja, deshalb musste sie diese Notlüge wählen. Ich habe mich auch so geschämt für dich in dem Moment. Ja. Es war mir richtig peinlich, mit dir gesehen zu werden. Es tut mir auch leid, aber... Hätte sich Annie the Duck einfach mal zusammengerissen, hätte es von vornherein nicht passieren müssen. Weißt du, was mich eigentlich am meisten hörtet? Dass Rezo gar nicht sagt, ey, das sind doch die zwei von Davids Lester-Schwestern im Live. Ja, doch. Das so, ist nicht das Schlimmste. Das hätte ich mir nämlich gewünscht. Wie, der hat uns nicht wiedererkannt. Dass immer von den 3000 Leuten, die ihn ansprechen und fragen, hey, bist du nicht hier, weiß ich nicht, Amthor? Dass der da mal irgendwie sieht, ah, die erkenne ich doch wieder, die habe ich doch mal getroffen, mit denen habe ich doch sogar mal hier ein WhatsApp-Foto gemacht, dass die vor lange drin hatten. Zwei. Ich meine, das Paar hat sich weiter danach gestritten und das ist ganz persönlich Annies Schuld. Aber so ist es. So ist es. Annie the Duck hätte diesen Streit verhindern können. Ich würde mir einfach wünschen, wenn du einfach mal anfangen würdest, sowas ernst zu nehmen. Es war Lara. Malara. Maluna. Das ist halt eine doofe Situation. Das ist eine doofe Situation. Entschuldigung. Aber es tut mir nochmal total leid, dass ich sie unter Druck gesetzt habe. Also, aber das würde man ja. Also, man würde im Regelfall nicht zu Leuten hingehen und fordern, dass sie sich selbst beschreiben müssen. Und wenn sie dann so eine Antwort geben, dann sagt man, das reicht mir noch nicht. Beschreibt noch mehr. Sag. Was meint er eigentlich mit Regelfall? Ist die Gamescom kein Regelfall? Was ist der Regelfall? Lass uns mal zu irgendeinem random Kassierer hingehen und fragen, ob er berühmt ist. Und wenn er sagt, nee, dann sage ich, ja, was bist du dann? Lass das mal ausprobieren. So. Ja, das ist echt gut. Das ist echt gut. An der Stelle möchte auch ich eine Entschuldigung an die Luna aussprechen. Annie. Was ich nicht okay finde, ist, dass es Annie the Duck offenbar scheißegal ist, ob wir uns streiten oder nicht. Und Lara Loft ist eigentlich auch ziemlich gut. Also gar keine Frage. Die würde ich jetzt in dieses Triumvirat einfach einspannen. Die hat auch rötliche Haare. Na doch, da ist Verwechslungsgefahr. Muss man auch einfach mal gestehen. Ja. Wir machen das Video nur, weil jemand behauptet hat, dass wir uns gestritten hätten, weil wir nicht wussten, dass das Annie ist und weil Annie uns eine falsche Antwort gegeben hat. Ja. Habe ich schon gesagt, dass wir uns beide nicht mehr an diesen Clip wirklich erinnert haben. Irgendjemand hat uns das zugeschickt, ey, du bist bei Rezo. Und ich bin so sicher, dass alle Beteiligten, wir, die an der Kamera, die Luna selber, nicht... Ja, alles gut, mach weiter. Nach 2 Minuten, nachdem dieser Clip entsteht, gar keinen Gedanken mehr daran verloren haben. Es war uns scheißegal. Es war der Luna scheißegal, ob wir sie unter Druck gesetzt haben oder nicht. Wir haben uns Wetten wahrscheinlich nicht gestritten oder so. Das Einzige, was ich, wie gesagt, schlimm finde, ist, dass dieses Biest von Annie the Duck nicht daran interessiert ist, ob ihre Fans sich im Frieden vertragen oder zusammen weiter streiten. Das ist mein einziges Problem an der Sache. Und das mit der Katzenscheiße. Es bleibt geil. Wer ist diese Streamerin? Jetzt sag mir das. Die beiden, rede ich nicht mehr. Die beiden haben sich davor schon gestritten, Alter, gefetzt haben wir. Man sieht es im Video nicht, aber die war grün und blau. Deswegen ja. Muss man einfach so ein paar nochmal wegschicken, die dann am Ende noch weiter streiten. Ja, ich hatte recht. Ist das dumm.